Der Disney-Konzern erlebt gerade ein vorzeitiges Weihnachtswunder. So wird es zumindest medial verkauft. Nach gerade mal einem Jahr Ruhestand ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende Bob Iger zurück an die Spitze des Disney-Konzerns gekehrt. Zumindest für die nächsten 2 Jahre. Sein Nachfolger und Vorgänger Bob Chapek ist zurückgetreten. Bob Iger war 15 Jahre lang der Vorstandschef des Disney-Konzerns und hat sowohl für die Marke als auch für die Branche große Maßstäbe gesetzt. Dementsprechend hoch sind jetzt auch die Erwartungen, die der Markt an ihn stellt. Zumindest ist die Aktie in der Folge regelrecht nach oben geschossen. Wie das Ganze jetzt charttechnisch zu bewerten ist und welche Aktie eine interessante Alternative zu Disney darstellen könnte, das besprechen wir jetzt natürlich mit unserem Charttechnik-Experten Stefan Klotter. Hi Stefan, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, 10%, um die 10% ist die Disney-Aktie kurz nach Bekanntwerden der Personalienänderung nach oben geschossen. Ist vielleicht auch mal eine gute Gelegenheit, über so kurzfristige, extreme Kursbewegungen zu sprechen. Die sind ja oft, zumindest im kurzen Zeithorizont, nicht besonders nachhaltig. Können natürlich langfristig schon den neuen Trend vorgeben oder eine Trendwende einleiten, aber so kurzfristig ist ja dann oft ziemlich viel Bewegung drin, sprich Gegenbewegungen und all solche Sachen, die dann Anleger manchmal auf falschem Fuß erwischen, oder? Ja, mich erinnert, um es ganz ehrlich zu sagen, diese starke Volatilität, diese enormen Schwankungen nach oben, aber auch nach unten, immer mehr an den neuen Markt. Dass, wenn eine neue Personalie verkündet wird, ein Wert unmittelbar um 10-15% nach oben schießt. Wir haben es auch bei Adidas Puma gesehen, bei diesem Personalwechsel. Das ist schon extrem ungewöhnlich. In normalen Zeiten wäre solch eine Nachricht vielleicht für 5-7% gut. Aber das, was wir gerade sehen, egal ob es Personalwechsel ist oder auch einen neuen Auftrag, das ist schon sehr extrem. Und das ist auch sehr schwer für Kleinanleger zu handeln, weil haben wir jetzt auch gerade gesehen bei dieser Disney-Personalrochade. Die wird dann sonntags bekannt gegeben. Da kann der Kleinanleger nicht handeln. Und montagmorgens, da haben die Algos alles schon geregelt und schießen entsprechend nach oben. Das heißt, sie kommen sehr oft gar nicht mehr in einen günstigen Einkaufskurs rein, sondern stehen dann da und haben im Grunde genommen einen Kurs, der schon 10-15% drüber liegt. Und da ist es dann schwer, noch eine Rendite zu erzielen. Wie hat sich denn das Chartbild jetzt durch diesen extremen Kursanstieg verändert? Hat sich da schon nachhaltig irgendwas in irgendeine Richtung bewegt oder wie bewertest du das jetzt? Schauen wir einfach den Chart an bei Walt Disney. Und ich habe hier den Chart in US-Dollar. Das heißt, die 10% sind noch nicht eingepreist, da wir aktuell noch vorbörslich sind. Aber ich kann einfach mal, wir sind bei 91,80 sind wir rausgegangen, sagen wir mal 10%, sind wir bei $10. Wir machen alles glatt und dann wären wir ja rund bei $100. Dann sind wir hier gelandet, im Grunde genommen bei dieser kleinen Unterstützung. Ja, Walt Disney, ich habe hier jetzt einen längeren Zeitraum, 2018 bis 2023. Ich kann ihn nochmal etwas verlängern. Es geht mir vor allem um wichtige Unterstützungen und Widerstände bei diesem Chart, bei diesem Kurs. Und wir sehen die wichtige Unterstützung hier bei 84,86. Da sind wir draufgelaufen und abgeprallt. Aber wir haben auch hier eine ganz neuralgische Stelle. Und das ist dieser Widerstand schon 2015 gebildet, dann nochmal Dezember 15, hier, wie sich der Kurs gemüht hat, über diesen Widerstand zu kommen, 2018. Und auch hier zu sehen, jüngste Vergangenheit, im ersten Anlauf hat das nicht geschafft. Das heißt, charttechnisch haben wir zwar jetzt einen Boden ausgebildet, aber wer die Sendung öfter sieht, der weiß, das ist noch nicht unbedingt ein Einstiegssignal, sondern Einstiegssignal ist immer erst dann, wenn die Nackenlinie überwunden wird, wenn ein bedeutender Widerstand überwunden wird. Und der steht hier bei diesen $118, $119.
Man kann also sagen, dieser 10-prozentige Kursschub nach oben geht in die richtige Richtung. Aber solange der Widerstand bei 118 Dollar noch nicht geknackt ist, wäre da noch kein Einstieg zu empfehlen, zumindest nicht, wenn man nachhaltig dabei sein will. Wenn dieser Widerstand überwunden wird, dann hat Disney natürlich jede Menge Aufwärtspotenzial, weil wir befinden uns aktuell immer noch in einem starken Abwärtstrend und Sie sehen, wir waren mal bei 200 Dollar und sind jetzt bei 100 Dollar. Da sind also 100% drin, aber erst, wenn dieser Widerstand bei 118 Dollar überwunden wird. Also die Disney-Aktie ist definitiv auf dem richtigen Weg, hat auch schon einen großen Schritt hingelegt, aber es sind noch einige Schritte zu tun und sicherlich müssen wir auch noch den einen oder anderen Rückwärtsschritt einkalkulieren. Schauen wir nochmal auf eine andere Aktie, die möglicherweise eine Alternative zur Disney-Aktie darstellen könnte. Netflix ist jetzt anders als Disney ein reiner Pureplay, also nur im Streaming-Dienst aktiv. Disney hat ja noch verschiedene andere Arbeitsfelder zu beackern, Lizenzen, Merchandise, Filme, Streaming, Themenparks, natürlich Netflix hat nur den Streamingdienst, aber hat Netflix auch die interessantere Aktie vielleicht? Hat definitiv den interessanteren Chart und du hast es erwähnt, Disney, da sind noch mehrere Sektoren im Spiel und gehen wir davon aus, dass eine Rezession unabwendbar ist, dann muss man sich schon die Frage stellen, wie viele Familien können sich da noch mehrere hundert Dollar leisten, um zum Beispiel einen Disney-Themenpark zu besuchen. Also da sind auch noch kritische Momente für Disney zu überstehen. Im Gegensatz zu Netflix, in der Regel die paar Dollar, um Netflix zu bezahlen, die hat man auch noch in der Rezession. Und schauen wir uns den Chart an bei Netflix. Da sehen wir auch hier einen längeren Zeitraum mal genommen von 2011 ausgehend. Hier befinden wir uns im Aufwärtstrend, immer noch im langfristigen Aufwärtstrend. Das ist schon mal ein großer Gegensatz zu Walt Disney. Da befinden wir uns im Abwärtstrend. Aber bei Netflix haben wir den primären Aufwärtstrend. Der ist immer noch intakt, der ist immer noch gesund. Wir haben bei Fastbreak ja auch hier schon einige Gewinne erzielen können. Und aktuell gehen wir mal etwas näher ran. Dann sehen wir, dass Netflix über diesen signifikanten Widerstand bei 252 Dollar ausgebrochen ist, hat die Linie, die Markierung, die jetzt zur Unterstützung wird, einmal schon getestet und Schwung geholt und ist entsprechend nach oben wieder ausgebrochen. Eventuell testen wir diese Unterstützung bei 252 noch einmal, aber dieses Gap hier, das zieht den Kurs magisch an und dieses Gap möchte noch geschlossen werden. Und geschlossen wird es erst bei 328 Dollar. Das heißt, aktuell bei 290 Dollar, Gap geschlossen bei 328 Dollar. Da ist zumindest noch auch in kürzerer Zeit mehr Potenzial als bei Walt Disney. Und vor allem der große Unterschied. Netflix, du hast es erwähnt, Conny, reiner Streamer. Disney hat da noch den Themenpark oder die Kinos. Und Netflix immer noch im Aufwärtstrend. Disney hat den Abwärtstrend noch nicht überwunden. Dazu müssen wir erstmal über diesen Widerstand, den ich vorhin erwähnt habe. Ja, und zumindest hierzulande spielt ja auch das Wetter der Netflix-Aktie in die Karten. Es ist kalt und ungemütlich und Streaming macht gleich doppelt Spaß und man hat ja auch mehr Dunkelstunden. Ne? Da kann man auch ein bisschen mehr Fernsehen gucken. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr von Stefan Klotter sehen und lesen möchten, dann abonnieren Sie gerne seinen Börsendienst. Finden Sie alles unter fastbreak-trading.de, können Sie sich ja mal anschauen. Ansonsten sehen wir uns aber hier gerne jederzeit auf dem YouTube-Channel von Wall Street Online.